extrem. So. Hallo liebe Sternfreundinnen, hallo liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zu der Sternhimmel im Herbst 2020. Ich mach nochmal neu. So, also ich komme nochmal hierher. Hallo liebe Sternfreundinnen, hallo liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zu der Sternhimmel im diesmal Herbst 2020. Ich mache heute so ein bisschen mal was anderes, was ihr vielleicht nicht so ganz gewohnt seid. Ihr seht, ich sitze nicht, ich bewege mich ein bisschen rum. Corona-bedingt bin ich leider auch alleine. Aber ihr seht hinter mir einen wunderschönen Sternenhimmel und ich werde euch live am Sternenhimmel erzählen, was man derzeit gerade sehen kann. Also live an meinem Sternenhimmel mit Stellarium, aber das macht ja nichts. Ich werde euch auch ein bisschen was dazu erklären, was ihr hier so im Hintergrund sehen könnt, denn ich habe jetzt die Möglichkeit, euch sozusagen zu meinem Lieblingsbeobachtungsplatz mitzunehmen, und das ist hier bei Bad Homburg der Platzenberg. Das ist so von mir aus gesehen in dieser Richtung, liegt dieser kleine Berg, von dem ich gerne beobachte, wobei Berg ist es eigentlich nicht, also schönes Gelände. Aber ich will nicht so viel erzählen, sondern, oder anders gesagt, ich will nicht so viel dumm rumlabern, sondern ich will euch natürlich erzählen, was jetzt momentan am Abendhimmel zu sehen ist, jetzt hier am Nachthimmel. Und wir fangen natürlich immer an, wie ihr das gewohnt seid, vom Bekannten zum Unbekannten. Und wir können uns hier mal angucken. Ich habe hier so einen kleinen Laserpointer. So, jetzt können wir uns mal hier angucken. Hier ist das, was ihr als der große Wagen kennt. Der große Wagen ist natürlich kein eigenes Sternbild, sondern sind die sieben hellen Sterne des viel größeren Sternbildes. Hier haben wir es, der großen Bären, die jetzt sehr tief über dem nördlichen Horizont steht. Die sieben hellen Sterne, das ist der große Wagen, der Wagenkasten, und hier schließt sich dann die Wagendeichsel an. Mit dem großen Wagen, den sieben hellen Sternen der großen Bären, können wir uns am Sternenhimmel zurechtfinden. Wie das geht, kennt ihr natürlich schon, aber ich zeige es trotzdem nochmal. Wir nehmen die beiden hinteren Kastensterne, verlängern deren Entfernung in der Richtung, in der hier der Knick der Deichsel zeigt, also jetzt nach oben, finden da einen relativ hellen Stern in einer fast dunklen oder sternleeren Umgebung. Dieser Stern ist der Polarstern. So, der Polarstern finden wir hier, und der Polarstern ist sozusagen das Ende der Deichsel des kleinen Wagen oder der kleinen Bären. Zwischen dem großen Wagen und dem kleinen Wagen finden wir hier eine Kette von Sternen, von relativ dunklen oder lichtschwachen Sternen, die dann hier in einem Viereck enden. Das ist das Sternbild Drache. Wenn wir vom großen Wagen nochmal ausgehen, die beiden hinteren Sterne, wir gehen hier nach oben zum Polarstern, verlängern das Ganze, dann kommen wir hier zu einem Sternbild, das jetzt momentan nur ein, ja, zum Teil zu sehen ist, aber ich habe hier natürlich die Möglichkeit, den Blick sozusagen noch etwas höher zu machen. Also haben wir hier ein Fünfeck von Sternen, was so ein bisschen aussieht wie jetzt ein auf der Seite liegendes Haus. Das ist das Sternbild Cepheus. Und wenn wir noch ein bisschen nach oben gucken, ja, jetzt haben wir hier sozusagen von hier Knick der Deichsel des großen Wagens über den Polarstern weiter hinaus, kommen wir hier in ein Sternbild, was so ein bisschen jetzt aussieht wie ein M. Das ist nicht McDonald's, sondern das ist das Himmelsweh, die Cassiopeia. Dann hier diese Einstellung nochmal nehmen, oder na, das passiert, wenn man das so ein bisschen live versucht zu machen. Ja, wenn wir jetzt hier nochmal gucken, da haben wir hier nochmal den großen Bären, den Drachen, den kleinen Bären, Cepheus und Cassiopeia, und dann haben wir hier noch ein Füllsternbild mit ganz schwachen Sternen, das ist die Giraffe,
Und diese Sternbilder, großer Wagen, kleiner Wagen, Drache, Kephos und Cassiopeia mit der Giraffe, sind die Sternbilder, die man die ganze Nacht über sehen kann, aber auch das ganze Jahr über. Und deswegen nennen wir diese Sternbilder die zirkumpolaren Sternbilder. So, jetzt haben wir uns also am Nordhimmel zurechtgefunden und können damit sozusagen weitergehen. Und wir lassen jetzt einfach mal den Blick schweifen, sozusagen nach links, also in westliche Richtung. Wir gucken nach Norden, gucken hier nach Westen oder ein bisschen nach Nordwesten. Und da sehen wir noch so ein bisschen was vom Sommersternhimmel. Wir können hier oben den sehr hellen Stern Deneb in Schwan sehen. Der Schwan, der steht jetzt fast wie ein senkrechtes oder wie ein senkrecht stehendes Kreuz. Da haben wir hier nochmal Deneb. Dann haben wir hier im Nordwesten den hellen Vega in der Leier und hier noch den Stern Altair im Adler und sehen hier noch so ein bisschen was vom Sommerdreieck. Aber wir wollen uns den Herbsthimmel erschließen und der steht jetzt im Süden. Also drehen wir weiter und blicken jetzt hier Richtung Süden. Da sehen wir nicht nur die wunderbaren Herbststernbilder, wobei das leider Sterne sind, die eher lichtschwach sind. Die können also durch die Lichtglocke, die wir hier überall haben, gerade wenn wir nach Süden blicken, vom Platzenberg aus, dann haben wir hier auch in die Richtung etwa Frankfurt. Nach Südwesten schließt sich dann der Frankfurter Flughafen aus und das mache es nochmal. Wenn wir hier nach Süden blicken, da haben wir hier in diese Richtung liegt Frankfurt und nach Südwesten so ein bisschen schließt sich dann der Frankfurter Flughafen an. Da ist es immer relativ hell, sodass die horizontnahen Sternbilder, die wir hier haben, leider verschwinden. Und dieses Schicksal können wir hier ja mit dem Steinbock und dem Wassermann. Die verschwinden hier leider, weil die so nah am Horizont stehen, dass sie in der Lichtglocke sozusagen untergehen. Was haben wir da noch? Wir haben hier hoch im Süden steht das Kreuz. Nein. Was haben wir da noch? Hoch im Süden steht das Viereck des Pegasus oder das Herbstviereck. Wobei, genau genommen, ist das gar nicht das Pegasus-Viereck, sondern zum Pegasus gehören eigentlich nur diese drei hellen Sterne. Dieser Stern gehört schon zu Andromeda, die sich hier nach oben an den Pegasus anschließt. Unterhalb des Pegasus, Richtung fast südöstlicher Horizont, haben wir hier eine Kette aus lichtschwachen Sternen. Das sind die Fische. Und unterhalb der Fische steht dann der Walfisch. Östlich der Fische schließen sich noch die Sternbilder Widder und hier das kleine Dreieck an. So haben wir dann hier noch die Andromeda. Und wenn wir die Sternkette der Andromeda verlängern, nämlich in diese Richtung, dann kommen wir hier in das Sternbild Perseus. Und wenn wir dann hier diese Kette vom Perseus nach oben verlängern, haben wir hier wieder die Kassiopeia. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis der Sternbilder, die wir hier betrachten wollen. Im Osten. Da gehen dann schon mit dem Stier, dem Fuhrmann. Hier schließt sich schon der Orion an, die ersten Wintersternbilder gehen auf. Dann haben wir hier noch sozusagen fast im Nordosten die Zwillinge. Aber zu den Wintersternbildern will ich dann später ein bisschen was erzählen. Ich will jetzt mal den Blick auf das Pegasus-Viereck und was man da so alles auch mit Deep Sky noch ein bisschen beobachten kann. Mal den Blick darauf richten und deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen ranzoomen, euch erzählen, was man da so eigentlich alles mit dem Fernglas oder mit einem kleinen Teleskop sehen kann.
Ganz auffällig ist, wenn man am dunklen Himmel steht, hier dieser Lichtfleck, den man an einem dunklen Himmel schon mit bloßem Auge eigentlich sehen kann. Dieser Lichtfleck, das ist das, die Galaxie, die nächste Galaxie, die wir hier von Europa aus, von Deutschland aus mit bloßem Auge sehen kann. Das ist die Andromeda-Galaxie. Doch die Andromeda-Galaxie ist nicht das einzige Deep-Sky-Objekt, was wir hier im Herbsthimmel sehen können. Da haben wir noch ein bisschen mehr. Und da können wir zum Beispiel mal hier ins Dreieck, das Dreieck gucken. Gehen hier ein bisschen ran. Und da sehen wir hier den nächsten Lichtfleck. Das ist die sogenannte Dreiecksgalaxie, die man in einem großen Fernglas bzw. auch schon in einem etwas größeren Teleskop sehr gut sehen kann. So, was haben wir da noch? Gucken wir noch mal weiter. Wir drehen ein bisschen in den Perseus rein und sehen dann hier zwischen Perseus und Cassiopeia, hier oben ist die Cassiopeia, da unten ist der Perseus, sehen wir dann hier solch, ja, zwei kleine Sternhaufen. Das sind die Kugelsternhaufen H und Chi im Perseus. Und wenn wir dann hier ein bisschen näher rangehen, können wir sehen, dass da zwei kleine Sternanhaufen von einigen hundert Sternen dort zu sehen sind, die ganz besonders schön in einem kleinen Teleskop oder Fernglas zu sehen sind. Mit einem größeren Teleskop würde ich da nicht mehr hingucken, weil das zu sehr ausgedehnt ist, sodass wir da Einzelsterne sehen können. Ja, was wir hier noch sehen können, sind solche Nebelgebiete, die wir mit bloßem Auge leider nicht sehen können, sondern die erst in einer langbelichteten Aufnahme herauskommen. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen, ja, sehr viel eigentlich nicht, mal benamen, aber wir haben hier noch diverse kleine Haufen, vor allen Dingen in der Cassiopeia kann man sich ganz gut umgucken. Da hat man dann verschiedene Kugelsternhaufen auch, die man sich in einem etwas größeren Teleskop durchaus angucken kann, die wirklich Laune machen. Und dahin zu gucken, das ist wirklich schon recht spannend. Aber ich will jetzt das Gebiet Deep Sky ein bisschen verlassen, denn ich will euch noch auf etwas hinweisen, was man derzeit sehr gut am Abendhimmel sehen kann. Und das blicken wir mal entlang der Ekliptik und gucken uns die Planeten an. So. Was wir sehen können, ups, da habe ich ein, was wir eigentlich sehr, sehr schön sehen können am Abendhimmel, das ist der Mars. Der Mars ist momentan somit der hellste Planet am Abendhimmel, steht im Sternbild der Fische und ist wirklich sehr, sehr auffällig. Allerdings ist die beste Zeit, den Mars zu beobachten, schon fast wieder rum. Er war am 14. Oktober, stand er in Opposition zur Sonne, das heißt von uns aus gesehen, die Sonne in der einen Richtung, der Mars in der anderen Richtung, das ist dann die Oppositionsstellung und er war ganz besonders schön zu sehen. Er war uns auch recht nah mit etwa 60 Millionen Kilometer und im Teleskop richtig gut zu sehen. In Aufnahmen natürlich noch besser. Es wird noch ein weiteres Video geben mit meinem Kollegen Adrian Ronfelder, wo wir euch dann mal so ein bisschen auch die Planeten mal im Foto zeigen. Das ist der eine Planet. Es gibt aber noch weitere Planeten und da haben wir jetzt einen Planeten im Wassermann, also in dieser Richtung hier, und einen Planeten am Ende der Fische sozusagen Übergang zum Widder. Gucken wir uns erstmal Richtung Wassermann ein bisschen näher an, zoomen hier rein und da finden wir den Neptun. Der Neptun im Teleskop zu sehen ist ein bisschen schwierig, ich gebe es zu, weil er sehr nah, na,
Also wir sehen es hier, Wassermann nah am Horizont, wenn es so ein bisschen heller ist wie hier in der Stadt, ist das ganz schwer zu sehen, vor allen Dingen, weil man hier diese Sternenkette vom Wassermann nicht so wirklich gut sehen kann. Aber wenn man im Feld ist und ein entsprechendes Teleskop benutzt, dann kann man den relativ gut sehen. Was man da so sehen kann, kann ich mal versuchen hier einzustellen, wenn ich den denn mal treffe. So, da haben. Hier ist der Neptun. So, hier ist der Neptun. Also ihr seht, der ist ziemlich dunkel. Und die Information ist ziemlich dunkel. Und dann kann ich hier auch im Teleskop gucken. Und naja, viel sieht man halt wirklich nicht von ihm, weil er halt ziemlich weit weg ist. So, aber gucken wir ein bisschen weiter. Und da sehen wir sozusagen in dem Dreieck von den Fischen, dem Walfisch und hier oben noch Dreieck bzw. Widder, können wir hier den Uranus sehen. Der Uranus ist der siebte Planet in unserem Sonnensystem und man kann es hier schon sehen, der ist schon ein bisschen besser zu sehen, weil er einfach heller ist. Und deswegen dann auch im Teleskop ein wenig mehr hermacht. Wie man das hier sehen kann mit entsprechender Vergrößerung, können wir den schon relativ gut ausmachen. So, was können wir denn noch an? Was können wir denn noch an Planeten sehen? Nun, da können wir noch ein bisschen die Zeit müssen wir da ein bisschen wandern lassen, beziehungsweise müssen die Zeit mal zurückstellen. Das kann ich hier machen, indem ich mal ganz bewusst auf 19 Uhr gehen. So, und dann sehen wir hier tief über dem südwestlichen Horizont. Dann sehen wir hier tief über dem südwestlichen Horizont die beiden Planeten Jupiter und Saturn. Für Frühaufsteher können wir mal nach Osten blicken und hier wieder die Zeit ein wenig einstellen. So, auf den frühen Morgen. Ja. Gerne so um 7 Uhr. Da seht ihr hier die Venus. Die steht jetzt hier. Und der Merkur schließt sich dann an die Venus an. Hier in den Dann sehen wir hier noch den Merkur rauskommen. Ah, wo ist er? Der ist hier schon wieder ein bisschen weg. Ja, so. Es geht ratzfatz hier mit dem Kerl. So, dann könnt ihr den Merkur hier sehen. Ja, so, jetzt gehe ich mal hier hin. Und dann kann man hier den Merkur relativ gut sehen. In einem kleinen Fernglas. Man kann die Venus als Wegweiser nehmen und somit dann den Merkur sehen. So, wir wollen aber noch mal eine Sache machen und zwar ein wenig in die Zukunft gucken. So, wir wollen noch mal etwas machen, nämlich ein wenig in die Zukunft gucken. Und zwar Jupiter und Saturn. Die werden sich in den nächsten Wochen noch näher kommen. Und dann wird am 21. Dezember, so, wenn ich den, das schiebe ich mal nach oben. Das ziehe ich mal ein bisschen runter. Da haben wir das dann hier gleich. Also am 21. Dezember.
Na, da sind sie um die Uhrzeit schon wieder weg. Aber es geht ja zum Glück früh die Sonne unter. Dann haben wir hier den Blick nach Südwesten. Am 21. Dezember um 17:24 Uhr. So sieht das da aus. Und wenn wir hier jetzt mal ein wenig näher rangehen und uns das in einem zum Beispiel Teleskop angucken. Whoopsie. Na, ich nehme ein etwas kleineres Teleskop. Genau. Hier mal dieses Teleskop. Und dann kann man etwas sehen, was man eigentlich nur äußerst selten sehen kann. Nämlich der Jupiter hier stehend und der Saturn hier stehend, können wir gemeinsam in einem Teleskop sehen. Die beiden stehen am Abend des 21. Dezember so nah beieinander, dass wir können das hier sehen, sie mit bloßem Auge wie ein Stern wirken. Das kommt äußerst selten vor, und wenn wir hier ein bisschen näher rangehen, können wir sehen, okay, je näher wir kommen, dann sind es dann plötzlich die beiden Planeten Jupiter und Saturn. Das kommt wirklich äußerst selten vor, und wir haben am 21. Dezember wirklich das Glück, die beiden als einen Stern sehen zu können. Und da bald Weihnachten ist, kann man sagen, das ist der Weihnachtsstern 2020. Ja, mit diesem Blick in die Zukunft möchte ich dann hier auch meinen Ausblick beenden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder da seid, das wird so Anfang Dezember, werde ich das nächste Video oder ja, Mitte Dezember das nächste Video machen, dann über den Herbststernhimmel. Werde ich Anfang Dezember oder ja, Mitte Dezember so das nächste Video machen über den Wintersternhimmel 2020. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund. Ich wünsche euch viele schöne, klare Nächte, dass wir die Planeten sehen können. Also das macht wirklich Laune, und freue mich, euch dann beim nächsten Video wiederzusehen. Tschüss. Euer Oliver Demus. Und